Natürlich geht's auch weiter, ist ja klar. Vielen Dank für die großzügige Hilfe. Ja, kein Problem, Süße. Wenn doch hier irgendwie. Ist wahrscheinlich der falsche Weg. Au. Na gut. Rebellion. Was gibt's denn hier alles? Ach, dunkler Straßenköter, komm schon. Mach's gut, Hundi. Rebellion. Ist doch nur ein Hundi. Gut, warten wir mal. Anne, geht es immer schlechter. Wenn die Chance besteht, dass das Relikt aus Slytherins Zauberbuch ihr helfen kann, muss ich es finden. Dafür brauche ich deine Hilfe. Triff mich außerhalb von Feldcroft, in der Nähe der Katakombe. Ich kam so schnell ich konnte. Ich war so vom Skriptorium und Slytherins Buch abgelenkt, dass ich fast vergessen habe, was mir am Triptychon aufgefallen ist. Das hier ist die Aussicht auf der Leinwand des Triptychons. Unglaublich. Du kennst dich hier gut aus. Als ich auf dich gewartet habe, sah ich mich etwas um und entdeckte eine verlassene Mine in der Nähe, umringt von Ranrocks Anhängern. Glaubst du, es gibt eine Verbindung zum Triptychon? Keine Ahnung. Aber vielleicht untersuchen sie es. So wie auch Schloss Rookwood und Isidoras Anwesen. Wie wollen wir vorgehen? Wir müssen herausfinden, was sie vorhaben. Aber lass uns unauffällig bleiben. Also gut. Und ich habe immer noch das Runensymbol von dem Triptychon. Wenn es eine Verbindung gibt, sehen wir das Symbol bestimmt nochmal. Nach dir. Na gut. Da vorne sind sie. Geh du voran. Na gut. Dann machen wir die Lümmel mal fertig, ja? Niemand betritt diese Mine. Wer es versucht, muss sterben. Ranrocks Anhänger meinen es ernst. Die Welt der Zauberei wird sich uns endlich ergeben müssen. Die wollen also nur Stress schieben. Ich meine, wir könnten aus. Nachtisch. Ich hab dich neulich mit einem Troll verwechselt. Was? Ah, Level 30. Warum sind die denn alle über mir? Das läuft aber gut. Wir sind ein gutes Team. Ja, in der Tat. Warte mal, das Maul halten. Wir sind ja undercover unterwegs, du Affe. Das ist ja unglaublich. Unglaublich. Wir könnten uns wie so oft durchkämpfen oder heimlich vorgehen. Du weißt ja, was ich tun würde. Vielleicht finden wir einen anderen Weg vorbei. Herumschleichen hat was für sich. Den habe ich jetzt tatsächlich durch Zufall gefunden. Wir kommen schnell voran. Die Frage ist eher. Ob das so eine gute Idee ist. Revelio. Ist hier noch irgendwas? Nee. Das ging tatsächlich erstaunlich gut. Normalerweise bin ich schlecht in sowas.
Ausnahmsweise. Jetzt sind wir wohl oder übel drin. Er ist da! Ich werde sie sehen. Vom Vater. Komm rein. Diese Mine gleicht einer Gruft. Sie wurde nach Unfallberichten geschlossen. Jetzt verstehe ich, warum. Die Frage ist, wo wollen wir lang? Au. Ups. Warum hat er sich da nicht festgehalten? Bombarde! Kommt, Fritz! Wegen den fucking Spinnweben. Wirklich. Na. Niemand darf uns sehen. Das sagst du. Revelio. Hier ist aber noch einiges ruhig. Da sind keine Kobolde in den Netzen. Die sind sogar für Spinnen zu ekelhaft. Boah, das ist gemein. Unverschämt! Wie viele von Renrocks Anhängern sind hier? Zu viele. Genug. Hier muss es etwas geben, das sie unbedingt haben wollen. Die Frage ist, was? Warte mal, das geht doch bestimmt auch anders. Keinen direkten Schaden. Das kannst du doch auch irgendwie bewegen. Erhalten erheblichen Schaden. Ja, ich würde gerne wissen. Dieser Vorsprung ist wirklich hoch. Vorschläge? Hier. Können wir eigentlich noch irgendwas aufnehmen? Knuddelmuff-Statue. Ich habe keine Ahnung, was das bringt. Womit habe ich das verdient? Junge, was willst du denn? Revelio. Confringo. Lol. Malvenkraut einfach mal abgecheckt. Confringo.
Kein Wunder, dass Leute sich vor Spinnen gruseln. Vielleicht sind es die haarigen Beine, die Seelen, die giftigen Fänge. Alles ganz reizende Eigenschaften. Wie komme ich da hoch? Revelio. Bombarda. Wie kommt man da hoch? Da muss man irgendwie hochkommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Confringo. Die Frage ist jetzt nur, wie. Revelio. Komme ich da noch runter? Jo, runter ja, aber... Wie kommt man da hoch? Von der Seite nicht. Na gut, dann ist es halt so. Ich verstehe es nicht. Oh, fuck. Umwerfend. Hätte eine Treppe beschwören sollen. Hättest du mal gemacht. Revelio. Super. Reveli. Trotz alledem hier nochmal rein. Ringardium Liliosa. Reparo. Confringo. So, erstmal den Loot mitnehmen. Womit habe ich das verdient? Halt doch einfach dein Maul. Alter, ernsthaft. Wir sind hier wegen deiner... Okay, die Höhle ist cool. Kann ich nicht mit dem Besen hier fliegen? Wozu habe ich den denn? Damit ich hier auf Brücken angewiesen bin. Komm, bring! Boah, das mich erschreckt. Auf einmal. Ich habe neue Ausrüstung. Ich will jetzt nicht wegen jeder scheiß Ausrüstung hier rumeiern. Oh, 77. Die ist richtig gut. Revelio. Oh, fuck. Nicht meine Schuld, dass du eine Riesenspinne bist. Voller Spinnenrassist. Voll der Spinnenrassist. Also dieses Spiel ist so nichts für schwache Nerven. Ich laufe auf jeden Fall hier nochmal runter. Ja, das hat jetzt nicht wirklich was gebracht. Oh, hättest du da oben bleiben können, Sebastian, tatsächlich. Aber naja, okay. Überall nur Spinnen. Die krabbeln draußen und auch drinnen. Revelio. Gibt's hier noch irgendwas? Confringo. Nö. Mega Powertrank. War ja nicht mittlerweile genug. Wir werden schnell mit ihnen fertig. Professor Hackett wäre stolz. In der Tat. Randoms Anhänger haben praktisch den Krieg erklärt. Lumos.
Statue. Warum kriege ich denn so viele Statuen? Für was vor allem? Lumos. Lumos. Confringo. Lazio. Nachtgewand für Träume. Okay, das hört sich auch nicht schlecht an. Auf einmal kam das Rotzfieder rein. Da war viele von Renrocks Anhängern. Wollen wir die platt machen? Hm, wir haben noch nicht. Was ist das denn? Während sie mit der Zeit Schaden erleiden, wirkt außerdem ein Fluch auf das Opfer. Verfluchte. Oh, das ist vielleicht gar nicht schlecht. Ohne gesehen. Ich würde gerne nochmal nach den Talenten gucken. Rückstoßfluch. Flipendo hat auf Gegner denselben Effekt wie ein Fluch. Verfluchte Gegner erleiden erhöhten Schaden. Avada Kedavra. Ich glaube, die Runen sind im Moment unser geringstes Problem. Was für eine unliebsame Ablenkung. Lumos. Lumos. Der nächste Kampf steht uns bevor. Warum bin ich nicht überrascht? Ich mach das bestimmt nicht für immer. Da ist mir jemand. Lass dir. Ach, da ruht sie. Komm, Prisendo. Defendo. Confringo. Da bist du ja, Lazio. Ich bin es kaputt können. Lazio. Das ist beinahe zu alt. Das hört sich auch schon so böse an. Nicht übel. Für ein Slytherin. Ah, und hier haben wir wohl die berühmte Hufflepuff. Ein Confringo! Für Slytherin. Die berühmte Hufflepuff-Treue. Womit habe ich das verdient? Du hast gar nichts verdient. Leviosa! Defulso! Akio! Leviosa!
würde mich nicht wundern, wenn wir noch mehr Runensymbole finden. Komm, bring! Rivelio! Wie viele? Das war unerwartet. Das ging doch noch. So, erstmal hier den Loot holen. Ich finde, diese unverzeihlichen Flüche, die sagt ja auch schon so böse. Ich habe das Gefühl, ich tue meinem Charakter damit nichts Gutes. So, aber jetzt machen wir hier mal ein Päuschen, sonst wird das Video hier zu lange. Also Leute, bis dann. Tüdelü.